Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Ich bin John. Heute machen wir mit unserem Starspieler Devin wieder 8 Übungen für die Koordinationsleiter für Kinder. Warum sind die Koordinationsleiterübungen wichtig für die Kinder? Wir sehen es auch bei uns in den Trainings. Also wenn die Spieler das wirklich gut können, dann merkt man, dass sie auch ein bisschen besser mit dem Ball umgehen können. Wichtig ist es aber, macht diese nicht zu lange mit den Kindern, weil danach geht die Konzentration ein bisschen weg. Darum am Anfang kurz einbauen, ist auch super für die Aufwärmung. Wir zeigen euch jetzt die 8 Übungen. Vamos. Zur ersten Übung. Wie gesagt, Devin zeigt sie euch kurz vor. Also wir haben jetzt eine kurze Leiter. Ihr könnt die auch mit einer langen Leiter machen, je nachdem, was ihr zu Hause zur Verfügung habt. Devin, die erste Übung, ganz simpel. Du gehst eigentlich immer mit einem Fuß in die Leiter. Und die, wichtig auch, die Arme, die arbeiten immer mit. Tack, tack, tack. Und dann kurz auslaufen. Und das viermal. Sauber, Junge, sauber. Ja, sehr gut. Super. So, okay. Übung Nummer 2. Eigentlich das gleiche, einfach jeder Schritt geht in das Feld, heißt zweimal in das Feld. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Immer so wichtig. Wieder die Arme mitnehmen, Oberkörper ein wenig gerade. Zack, jawohl. Zack, zack, ja, sauber mit den Händen, den Armen. Der letzte noch. Jawohl. Übung Nummer 3. Jetzt schauen wir zweimal auf diese Seite, zweimal auf diese Seite. Wichtig, den Körper ganz drehen, dass ihr wirklich nach unten schaut. Dann wieder. Jawohl. Machst du sensationell, Bruder. Jetzt kommen wir zu Übung 4. Da merken wir auch bei unseren Einzeltrainings, dass die meisten Kinder etwas Mühe haben. Da gehen wir immer zwei vorwärts, ein Schritt, also ein Feld, Retour. Also 1, 2, einmal Retour. 1, 2. Und da kann man auch immer ein bisschen schneller werden. Und ja. Wichtig immer zweimal ins Feld. Zwei vorne, eine nach hinten. Ja, sauber. Sehr gut. Super. Jetzt machen wir es ganz langsam, damit ihr seht, wie es gemeint ist. Jawohl, immer 1, 2, eine hinter 1, 2, 1, 2, sauber. Okay. Wenn ihr mehr solche geile Videos sehen wollt, dann unbedingt nicht vergessen, liken, abonnieren, was noch? Subscriben. Das ist abonnieren, Bruder. Die Glocke zu aktivieren. Übung 5. Devin nennt die Übung Zickzack. Also wir zeigen es euch kurz vor wieder. Heißt immer wieder 1, 2, ein Fuß geht nach außen und der nächste wieder ins Feld. Tack, tack. Ja, machen wir es langsam. Sauber. Sehr gut. Da unbedingt auch bei Devin schauen. Seine Armarbeit sieht super aus. Okay. Übung 6, ähnlich wie Übung 3. Einfach, wir starten hier außen. Und dann gehen wir 1, 2. Ein wenig schräg nach hinten zurück. Dann wieder 1, 2. Tack, tack, 1, 2. Und da könnt ihr auch immer, wenn ihr sicher seid, immer schneller werden und auch mal den Blick vom Boden lösen. 1, 2, 1, 2, genau. Sehr gut. Jetzt, Bruder, mach so schnell wie du kannst. Bam, 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 bam. Sauber, sauber, sauber. Oh la la, ja Leute, das kann auch mal passieren. Das ist aber halb so schlimm. Jetzt gehen wir nicht einmal ins Feld, nicht zweimal, jetzt gehen wir dreimal ins Feld. Seht,
ziemlich simpel aus, ist es aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut kann, aber 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr gut. Sauber. Übung 8, die wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn ihr es bis zur Übung 7 souverän gemacht habt, dann kommen wir jetzt zu ein bisschen schwieriger. Devin darf entscheiden, welche Übung er machen möchte. Das Ziel ist immer, den linken Fuß außen zu haben und den rechten Fuß immer in der Leiter drin zu haben. Okay, der rechte Fuß immer? Der rechte Fuß ist immer drin, der linke ist immer außen, okay. Kann man natürlich auch wissen. Okay. Okay, die sieht ziemlich schwierig aus. Nochmals links außen. Sehe ich auch variabel mit der anderen Seite. Okay, sauber. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wichtig bei den Koordinationsleiterübungen ist es auf jeden Fall zuerst langsam machen, dafür richtig. Danach könnt ihr immer ein bisschen schneller werden. Und auch wichtig ist unbedingt die Zwischenstücke nicht zu berühren. Das heißt immer in das Feld rein. Und auch wichtig, Leute, unbedingt mit den Ärmeln schaffen. Das sehen wir auch bei uns in den Trainings. Wird zu oft sind die Ärmel hier unten. Darum oben behalten, sauber, der Körper muss gerade sein. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, jetzt, Bruder, zu kommentieren und die Glocke zu aktivieren. Vamos! Vamos!